Schindelmuth. Vielen Dank, Herr Präsident. Also, Herr Kraus, bei aller Freundschaft, Ihr Beitrag hat gezeigt, dass Sie nicht die geringste Ahnung vom System der gesetzlichen Krankenversicherung haben. Sie haben munter durcheinandergewirbelt die sachlich-rechnische Überprüfung, die Budgetierung und die Wirtschaftlichkeitsprüfung. Das sind völlig unterschiedliche Dinge. Alle drei sind grausam und oft nicht passend, aber das haben Sie munter durcheinandergewirbelt. Ich will die Einzelheiten jetzt gar nicht bringen. Nur auf einen Punkt, der stieß mir nun wirklich auf. Sie sagen, ja, das ist ja wie beim Gastwirt, da geht man vorher bei einer Feier hin und bespricht mit dem Gastwirt die Preise. Das mag ja sein. Der entscheidende Unterschied, und das macht es gerade deutlich, wie nötig, wenn nicht unser Antrag von der FDP ist, dass der Gastwirt sicher sein kann, das Geld, was er vereinbart hat, kriegt er auch nachher. Da kann sich kein Arzt sicher sein. Das ist das entscheidende Unterschied. Und dafür sollten Sie sich schämen und auch Ihre ganze Regierung. Kollege Kraus, wollen Sie antworten? Ich sehe, das ist der Fall. Sie haben das Wort. Die Budget